Wir reden heute um Doctor Strange in der Multiverse of Madness. Ich habe heute wieder einen speziellen Gast dabei, nämlich Alex von 60 Sekunden Kino. Er wird euch seine Meinung präsentieren und ich werde mir jetzt meine Meinung präsentieren, denn ich habe kurz noch einiges zu sagen zu diesem Film. Also Freunde, hiermit wird auch ein Spoiler-Alert rausgesprochen und wir fangen an. So, Doctor Strange in the Multiverse of Madness war für mich einer der besseren Projekte von Phase 4, kann man sagen. Es haben viele Charaktere mitgespielt. Es haben auch Oldschool-Charaktere mitgespielt. Es haben auch geremakte Charaktere mitgespielt, wie zum Beispiel Fantastic Four. Kennt ja jeder, der eine oder der andere. Wir haben auch Charles Xavier wieder zurück in der anderen Welt. Wir haben Captain Britain aus What If bekommen. Wir haben Captain Marvel, aber jetzt als Maria Rambo zurückbekommen. Das ist eine andere Variante. Und wir haben noch einer, der einfach... The Montel, ich habe den Namen von dem vergessen. Ich kann den mal unten drunter schreiben, wenn mir der einfällt. So, wir haben Doctor Strange, ganz klar. Wir haben Wong, wir haben Scarlet Witch, wir haben auch America Chavez, ein nagelneuer Charakter, der in diesem Film halt das Debüt einschlägt. Wir haben Regisseur Sam Raimi, der ja aus anderen Filmen bekannt ist als Regisseur wie Tanz der Teufel, die Spider-Man-Trilogie und so weiter und so fort. Der Soundtrack hat mir sehr gut gefallen. Er war gut, aber er war nicht einer der besten. Sagen wir es mal so. In dem Film geht es ja halt um America Chavez, weil Scarlet Witch wurde ja halt böse, weil sie ihre Kinder halt wieder haben möchte. Und dafür braucht halt America Chavez Energie. Und Dr. Strange und sie mussten in anderen Zeiten wieder gehen, in andere Welten. Sie mussten gegen sich selber kämpfen. Er musste gegen sein böses Ich kämpfen. Er musste gegen Scarlet Witch kämpfen, wo sie ja Kamatash angegriffen hat, weil sie ja die Kleine will. Und so weiter und so fort. Hier fand ich das eigentlich sehr krass, dass sie jetzt eine der Bösewichte ist, nur weil sie ihre Kinder haben möchte. Und man kann es fühlen, wenn man Eltern ist, was die für einen Schmerz fühlt nach WandaVision, dass sie ihre Kinder, ihren geliebten Vision abgeben musste, um wieder ein normales Leben zu führen, in Anführungszeichen. Weil sie ja das Darkhold benutzt, ist sie halt böse geworden. Und ich würde diesem Film halt wirklich nur eine 8 von 10 geben. Hiermit gebe ich weiter an dem Österreicher. Welche Uhr kommt? Morgen. Welche Uhr kommt? Ja. Wieso kommt eine Uhr? Later. Danke Stevie für die Einladung und ich gebe jetzt auch noch meinen Senf zu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Das ist wahrscheinlich der Marvel-Film, der am meisten verschwendetes Potenzial hat. Oh mein Gott. Da steht Multiversum im Titel, okay? Und was bekommen wir? Normales New York? Futuristisches New York und aufgelöstes New York. Was ist das für ein Multiversum? Schaut euch mal Everything Everywhere All at Once an, die machen das so viel besser. Multiverse of Madness. Der Film ist zwar der blutigste MCU-Film FSK 12, aber Madness ist das trotzdem noch nicht. Ja, es gibt ein paar Kills, aber kommt schon. Wanda, da gibt's so eine gute Storyline und ihr schreibt da Madness rein und die Madness ist, oh mein Gott, ich bekomme meine Kinder nicht. Das ist kein richtiges Madness. Okay, Wanda, wir bleiben gerade dabei, ist in diesem Film sehr, sehr stark, hat einen coolen Arc, aber ich finde trotzdem nicht, dass es braucht, dass sie sich am Ende redeemt, dass sie doch wieder gut ist und wahrscheinlich doch noch lebt. Ich glaube, es gibt ja sogar einen Spin-Off-Film, wird jetzt angekündigt, keine Ahnung. Auf jeden Fall, sie lebt noch und das hätte es nicht gebraucht. Man hätte sie ruhig noch böser machen können, sie ist ja der Bad Guy im Film und dafür war sie schon irgendwie an Stellen wieder zu soft. Aber naja, trotzdem ist sie sehr gut geschrieben in diesem Film, hat mir gefallen, Lizzie Olsen macht das sehr gut, Film der TV wird sich freuen. Kommen wir zu Doctor Strange, der ist okay, er ist nicht krass gut, aber auch nicht wirklich schlecht. Ich finde es sehr cool, dass eben in diesem Film richtig viele
abgefahrene Doctor Strange Sachen drin sind. Zum Beispiel beschießen die sich mit Noten und kämpfen dann so und so. Das finde ich sehr cool. Die Varianten von Strange sind nicht so stark. Also den gibt's Strange mit so grau und Strange in böse, den kennt man aus What If. Und die sind halt gefühlt alle direkt tot und die bringen auch nichts weiter. Gleich mit den Illuminati, die hat man so verschwendet, wieder das Potenzial. Die Cameos waren so gut. Das wäre der größte Mindfuck gewesen, wenn das nicht ein Trailer gewesen wäre. Und das wäre so eine geile Überraschung gewesen, hätte man das erst im Film rausgefunden. Aber nee, wir hauen alles in den Trailer, damit die Leute in den Marvel-Film kommen. Damit wir Geld generieren. Geil, Mann! Scheiß mal auf Marvel! Also die Illuminati auch verschwendet. Ich hätte sehr gern mehr von zum Beispiel Charles Xavier oder Black Bolt oder sonst was gesehen, weil ansonsten in der Form, MCU-Form, kriegen wir das nicht. Generell, CGI ist für einen Phase 4-Film sehr gut, die Musik war toll, ist ein bisschen, ja, mal besser als den meisten Phase 4-Filmen, obwohl Black Panther, Wakanda Forever noch besser war. Ansonsten, Sam Raimi hat Regie geführt. Teilweise hat man da seine Handschrift gespürt. Ansonsten, ja, ist Doctor Strange in the Multiverse of Madness ein okayer Marvel-Film. Ich glaube, der ist bei mir sehr im besseren Drittel, am Ende des besseren Drittels oder so. Ja, auf jeden Fall nicht in der Top 10, aber auch ein besserer Film der Phase 4. Ich glaube, damit hätte ich alles gesagt. Er ist nicht schlecht, kann man sich mal anschauen. Und damit wäre ich raus und bedanke mich nochmal für die Einladung und hätte gesagt, Leute, peace out und vergesst nie, es ist alles eine Frage der Zeit.